Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir nach dem Fantasy-Essay, wo ich darüber gesprochen habe, wo denn die Fantasy-Filme geblieben sind, aber auch so ein bisschen die Historie dieses Genres aufgearbeitet habe, gedacht, ich möchte eigentlich total gerne mal auch meine liebsten Fantasy-Filme vorstellen. Und natürlich werden da jetzt ein paar Sachen dabei sein, wo ihr sagt, oh, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber genau diese Filme, die ich euch jetzt vorstelle, die haben mit mir was ganz Besonderes gemacht. Falls da was fehlt, könnt ihr es gerne unten reinschreiben. Ich mache hier auch keine Nummerierung, deswegen gibt es hier keinen Platz 1 oder Platz 10. Aber ihr werdet schon merken, gegen Ende, da kristallisiert sich heraus, was so meine allerliebsten Filme sind. Bevor wir damit anfangen, aber noch ein ganz kurzer Werbehinweis. Wo fangen wir denn jetzt an? David, was machst du denn da? Wir müssen packen. Du stör mich mal bitte nicht. Ich bin gerade dabei, die Reise vorzubereiten. Ich suche Zeitungsläden in New York City raus. Heidenarbeit. Warum? Kali, wir fahren nach Amerika und da gibt es all meine Lieblingszeitschriften. Die PC Gamer zum Beispiel gibt es nur da. Und deswegen suche ich jetzt hier alle Zeitschriftenläden in New York raus. Mann, David, dafür gibt's doch Readly. Readly? Ja, dafür hast du schon zweimal Werbung gemacht. Und jetzt komm und hilf. Genau, und jetzt macht er es wieder. Denn Readly ist einfach die perfekte App, wenn ihr alle eure Lieblingszeitschriften auf eurem Smartphone lesen möchtet. Vor allem, wenn ihr gerne Zeitschriften lest, die nicht im deutschen Handel erhältlich sind. Gerade in kleineren Städten ist es zum Beispiel kaum möglich, Magazine aus den USA, England oder der Türkei am Kiosk zu kaufen. Und wenn ihr sie doch findet, fallen häufig teure Importkosten an. Bei Readly könnt ihr so viele Magazine lesen, wie ihr wollt. Und das immer zu einem Fixpreis. Ihr findet dort nicht nur unzählige deutsche Hefte, sondern auch aus vielen europäischen, asiatischen oder englischsprachigen Ländern ohne Aufpreis. In der Suche könnt ihr zum Beispiel ganz simpel aussuchen, auf welche Länder ihr euch beschränken möchtet und nur diese Zeitschriften werden euch dann angezeigt. Wenn ihr jetzt das selber mal testen möchtet, dann könnt ihr mit dem Link in der Videobeschreibung für einen Monat komplett kostenlos bei Readly reinlesen. Erst danach zahlt ihr dann den Festpreis. So, und jetzt geht's los mit dem Fantasy-Ranking. I know it's a little early for Christmas, Edward, but I have a present for you. Der erste Film auf der Liste ist gleich einer, der gehört gar nicht so zu dieser klassischen Fantasy mit Drachen, Elfen und Orks, sondern es ist eigentlich die Geschichte eines Außenseiters, der auf einer Burg von seinem Macher zusammengebastelt wird, aber bevor der seine Hände anbringen kann, verstirbt der alte Meister und Edward bleibt mit Scherenhänden zurück. Und so beginnt ein wahrhaft magisches Märchen um eine der schönsten Außenseiterfiguren der Geschichte. Edward mit den Scherenhänden ist gleichzeitig eine zuckersüße Liebesgeschichte, aber auch ein tragikomisches Drama. Und aber auch, und es ist sehr typisch für Tim Burton, eine Abrechnung mit dem amerikanischen Mittelstand. Das war meine Lieblingsphase von Tim Burton, wo er mit seinen verschrobenen Gothic-Märchen Geschichten erzählt hat, die gleichzeitig zu Herzen gingen und irgendwie wahnsinnig schräg waren. Sowas wie Beetlejuice oder eben Edward mit den Scherenhänden, der immer noch mein Lieblingsfilm von Tim Burton ist. Ich muss Ihnen von Nim erzählen. Schauen Sie. Ja, und auch Animation kann Fantasy sein. Und zwar richtig gute. Das habe ich euch in meinem Essay ja schon erzählt. Es gab so Sachen wie Der Herr der Ringe oder Das letzte Einhorn. Und das hier ist immer noch mein amerikanischer Lieblingsanimationsfilm im Bereich Fantasy, nämlich Mrs. Bixby und das Geheimnis von Nim. Es geht um eine alte Mäusedame, die leider verwitwet ist und mit ihren Kindern flüchten muss, weil ihr Acker zerstört wird. Und auf der Reise, die sich daraufhin entspinnt, trifft sie eine riesige Krähe, die ihr hilft. Aber sie trifft auch auf Feinde und es geht um Magie. Es wird sogar so ein bisschen gruselig, denn die Don Bluth-Filme, die waren immer so ein bisschen düster. Don Bluth, falls ihr den gar nicht kennt, das ist ein Mann gewesen, der hat vorher bei Disney gearbeitet, wurde dann aber mehr und mehr frustrierter und hat sich dann selbstständig mit seiner eigenen Firma gemacht. Und in dieser Zeit sind ein paar der besten Animationsfilme aller Zeiten entstanden, denn die große Konkurrenz zwischen Disney und den Don Bluth Studios war etwas, was die Animation wirklich gebraucht hat. So Konkurrenz war ein ganz wichtiger Punkt, um Kreatives hervorzurufen. Und das Geheimnis von Nim ist für mich einer der schönsten Ergebnisse dieser Konkurrenz. Kein Wort mehr! Ich höre nicht auf Menschengeschwätz! Du siehst so schön aus. Was? Und nicht nur in Amerika wurde Animation gemacht, sondern spätestens in den 90ern ging es so richtig los. Drüben in Japan mit Studio Ghibli, mit Kikis kleiner Lieferservice, mit Spirited Away, mit Howl's Moving Castle. Aber ich habe euch das in einem Einzelvideo schon mal gesagt, Prinzessin Mononoke ist weiterhin mein Lieblingsanime. Warum und weshalb möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Es gibt nämlich ein ganzes langes Video von mir. Ich glaube, da habe ich 20 Minuten über diesen Film gesprochen. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr das finden. Nur mal eine Kurzfassung, besser ist Animation nie gewesen.
Es kann nur einen geben. Und damit kommen wir zum besten Film, der je gedreht wurde. Glaubt ihr nicht? Doch, ja, Highlander ist der beste Film, der je gedreht wurde. Das sagen auch Leute wie Ricky Bobby. Was ist Highlander? Ein berühmter Film. Ist er gut? Ausgezeichnet. Ach, hast sogar einen Oscar gewonnen. Oh, wofür? Für den besten Film, der jemals gedreht wurde. Nee, mal ohne Scheiß. Highlander ist ein fantastischer Fantasy-Film. Es geht um Leute in kurzen Röcken, die mit Schwertern auf großen Burgen gegeneinander kämpfen, weil sie das sogenannte Quickening erreichen wollen. Warum auch immer, man weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Geschichte ist ganz schön kloppy in diesem Film. Nebenbei spielt die Musik von Queen. Dann ist da mit Christopher Lambert ein Hauptdarsteller, über dessen Schauspiel man sich eigentlich nur beömmeln kann. Und Sean Connery, der mit so einem fetten schottischen Akzent eigentlich einen Spanier spielt. Hier passt ganz vieles nicht zusammen. Und trotzdem ist das einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe Highlander. Das ist für mich einfach heroisches Theater. Manche werden es als Trash bezeichnen. Ich habe da meine wahre Freude mit. Russell Mulcahy, der den gemacht hat, ist vorher Werbefilmer gewesen. Und das sieht man in einer Tour. Ich will schon ewig mal ein Video über Highlander machen. Und bestimmt werde ich dann noch irgendwann die Gelegenheit zu finden. Und dann erkläre ich euch nochmal ganz genau, warum ich diesen Film einfach verehre. Geheimnisse werden ihr Schicksal enthüllen. Eine Reise wird sie in ihren Bann ziehen. Und auch diesen Film kann man, glaube ich, nur verehren. Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro ist eine ganz besondere Art und Weise von Fantasy-Film. Denn hier geht es mal ausnahmsweise nicht um Märchenfiguren, die durch einen tollen Wald flattern und dann springt die Prinzessin da rum und alle sind glücklich. Sondern hier geht es um den spanischen Bürgerkrieg, in dem ein junges Mädchen hineinverwickelt wird. Und diese blutige Realität des Krieges und die Nachwirkungen dieses Krieges, das fängt Pans Labyrinth auf der einen Seite ein. Und um diesen furchtbaren Tatsachen zu entfliehen, flüchtet sich ein junges Mädchen in eine Fantasy-Welt. Aber auch in dieser Fantasy-Welt kann man jetzt nicht gerade von Zuflucht sprechen, weil dort die Kreaturen und die ganze Atmosphäre auch hochgradig ambivalent sind. Gleichzeitig schön und faszinierend und irgendwie schrecklich. Pans Labyrinth ist wie eine durchkodierte Metapher auf Krieg, auf das Erwachsenwerden, auf den Verlust der Unschuld und auf das Geschichtenerzählen selbst. Und so ein cleverer, so ein kluger und so ein schöner Film, den müsst ihr gesehen haben. Das Gleichgewicht der Welt muss erhalten bleiben. Seid ihr bereit, dieses Risiko auf euch zu nehmen? Bei dem hier bin ich mir sicher, den kennt ihr nicht. Deswegen möchte ich euch das Märchen der Märchen oder Tale of Tales empfehlen. Das basiert auf einer Geschichtensammlung eines italienischen Schriftstellers und vereint alle möglichen Märchen. Und darunter sind auch immer wieder Geschichten, die ganz schön erschreckend sind. Das ist ja ehrlich gesagt eine Sache, die sich durch Märchen durchzieht. Die Sachen, die die Gebrüder Grimm geschrieben haben, sind zum Teil wirklich furchtbar. Da kann man, das haben auch schon einige Leute gemacht, so richtig Splatterfilme draus machen. Hier in Tale of Tales oder das Märchen der Märchen wird gleichzeitig versucht, die Magie der Geschichten aufrechtzuerhalten, aber auch den tieferen Sinn, der da häufig dahinter steckt. Und das Ganze ist sehr erwachsen inszeniert. Es geht um Riesenflöhe, um einen Oger, der ein Mädchen entführt und ein riesiges Seemonster, das das Leben einer Königin verlängern soll. Diese Geschichten sind fantastisch erzählt und fantastisch vor allen Dingen miteinander verwoben mit einem schönen Soundtrack, mit großartiger Kamera und feinen Darstellern. Das ist ein ganz, ganz kleiner Diamant, ein kleiner Geheimtipp aus Italien, den könnt ihr auf YouTube oder auch auf Amazon Prime gucken. Tut euch den Gefallen und macht das. I'd like to make an announcement. Hogwarts Castle will not only be your home this year, but home to some very special guests as well. So, jetzt kommen wir mal zu den großen Sachen. Und hier werden jetzt vielleicht einige Leute sagen, was, Harry Potter schon so früh und dann vor allen Dingen nicht der erste oder der letzte Teil? Nee, ich mag die ersten Filme ganz gern, später wurde mir das aber zu dunkel. Aber in der Mitte, bei Teil 4, bei Harry Potter und der Feuerkelch, da hat die Reihe so eine Schwelle erreicht, wo es noch immer so leichtfüßig war wie in den ersten Teilen, aber schon relativ düster und erwachsen wurde. Das ist der Film, wo zum ersten Mal Voldemort zu sehen ist. Aber was ich an diesem Film besonders mag, ist, es gibt, glaube ich, keinen anderen Harry Potter Film, der sich so magisch, so reich an Ideen anfühlt. Ein bisschen so wie Asterix erobert Rom oder die Herkules-Saga, wo es verschiedene Aufgaben gibt. Dieses trimagische Turnier sorgt dafür, dass Harry Potter in alle möglichen Situationen mit Drachen und unter Wasser und sonstigen Gefahren geworfen wird. Und nebenbei werden aber noch so Alltäglichkeiten aus Hogwarts erzählt, wo die dann auf Partys gehen und sich das erste
erste Mal verlieben. Das hier ist so einerseits Teenager-Komödiendrama und andererseits ein fantastisch inszenierter Fantasyfilm, der für mich der beste der Reihe ist. Ridley Scott ist bekannt für Alien, ist bekannt für Gladiator, ist bekannt für Blade Runner, aber wofür er eigentlich nicht so bekannt ist, sind Fantasy-Filme. Und dabei hat er einen der allerbesten gemacht, nämlich Legende oder Legend, wie er im Original heißt. Mit dem ganz, ganz jungen Tom Cruise, so habe ich mir das immer in Fantasy-Filmen gewünscht, dass diese Wälder, dass diese Welten generell so aussehen wie etwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Und das macht Legende. Ein, wie es für Ridley Scott üblich ist, fantastisch ausgestatteter Film mit einem teuflischen Gegenspieler, gespielt von Tim Curry. Und Irrenbildern. Der Film ist ein bisschen zäh, wie ich finde. Aber ich finde, was das Audiovisuelle generell angeht, ist es der stärkste Fantasy-Film, den es gibt. Ja, auch noch vor den anderen großen Filmen, die ich jetzt noch nennen werde. Eis und Steinbruch. Diese Platzierung hat, das sage ich ganz ehrlich, mit meiner persönlichen Historie zu tun. Eigentlich gilt das für all diese Plätze, aber die unendliche Geschichte hat nochmal einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, denn es war einer der ersten Filme, zu denen ich immer und immer wieder ins Kino gerannt bin. Damals so 1990, da hat das Kino noch 50 Pfennig gekostet und ich, der 9 Jahre alt war, ist jede Woche, wenn ich neues Taschengeld bekommen habe, in diesen Film reingerannt. Ich konnte mich nicht satt sehen, wenn Fuchur durch die Luft geflogen ist, wenn Atreyu bei Morla angekommen ist, dieser riesigen Schildkröte, in diesem Moor, wo dann aber auch leider sein Pferd untergeht. Es ist ein fantastischer, imaginativer Film, den ich heute sogar noch immer wieder gucke. Immer zu Weihnachten in Berlin kommt der in den Berliner Kinos und ich gucke ihn jedes Mal und der hat, wie ich finde, von seiner Strahlkraft nichts verloren. Wolfgang Petersen, ein deutscher Regisseur, hat ihn damals gemacht mit viel Budget und das hat sich ausgezahlt. Ein Film, der auch heute noch stand hält, auch wenn die Effekte natürlich ein bisschen nachgelassen haben, aber hey, Fantasy altert nicht. Die Geschichte von dem kleinen Willow, der gegen alle Widrigkeiten sich durchsetzt und gegen eine böse Zauberin in den Krieg zieht, mit seinem Kumpel Matt Mortigan, gespielt von Val Kilmer, die hat mich immer fasziniert, weil Fantasy-Geschichten wirklich diese Urform des Helden bieten. Ein Held, der eigentlich viel zu schwach ist, um gegen diese riesigen Kreaturen oder magischen Gefahren anzutreten. Und der winzig kleine Willow ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man underpowered sein kann. Und trotzdem setzt er sich durch, gegen alle Widrigkeiten, gegen alle Gefahren. Und das mag ich so, das ist so das Faszinierende an Willow. Willow hat aber auch tolle Effekte. Ich mag die Chemie der beiden Hauptdarsteller untereinander. Warwick Davis ist sowieso ein ganz toller Kerl. Ich freue mich auch so ein bisschen auf die Disney Plus Serie, die jetzt die Vorgeschichte wieder mit Warwick Davis erzählen soll. Aber das Original wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Kennt ihr das hier? Excalibur aus Großbritannien war mal ein ganz großer Meilenstein des Genres. 1981 ist er veröffentlicht worden und hat die gesamte Elite der britischen Schauspielkunst versammelt. Deswegen treten hier einige Leute auf, die später, so wie Patrick Stewart zum Beispiel, zu Riesenstars geworden sind. Excalibur ist Fantasy, wie sie düsterer nicht sein könnte. Das ist hier definitiv ein Film für Erwachsene mit viel Blut. Es gibt Sex. Das Ganze wirkt zum Teil gerade gegen Ende sehr nihilistisch. Und auch die Storybeats, wer sie kennt aus der Artus-Legende, die sind zum Teil mit Verrat und Betrug und Vergewaltigung. Das ist ganz schön heftiger Tobak, der da drin vorkommt. Aber der Regisseur John Borman weiß sehr gekonnt, damit umzugehen und das so zu verweben, dass es sich trotzdem noch wie ein fantastischer Film anfühlt. Excalibur ist auch richtig gut gealtert. Den kann man sich heute noch sehr gut geben. Gerade auch, weil hier gibt es keine Stop-Motion-Kraken oder so, die angreifen. Deswegen funktioniert das auch heute noch, weil es hier wirklich um die Charaktere und die Geschichte geht. Und wie ich finde, dass kein King Arthur-Film vorher oder hinterher besser hinbekommt. Diese Platzierung soll ein bisschen dafür dienen, einen Shoutout zu geben an all diese großen vergangenen Klassiker, die die Fantasy erst groß gemacht haben. Jason und die Argonauten, Kampf der Titanen, die Sindbad-Filme. Es gibt unglaublich viele großartige Klassiker.
Aber mein Favorit ist immer noch von 1940, Der Dieb von Bagdad. Mit diesen Filmen fing das meiner Ansicht nach so richtig an. Ray Harryhausen, wie die ganzen anderen Stop-Motion-Künstler, haben damals Kreaturen erschaffen, die eigentlich nicht möglich waren vorher auf der Leinwand. Und Der Dieb von Bagdad ist vielleicht eine der frühesten, aber auch eine der schönsten Beispiele dafür, wie großartig Spezialeffekte in einem Fantasy-Film wirken können. Der hat dafür auch völlig zu Recht den Oscar gewonnen, denn hier gibt es Riesenspinnen, einen riesigen Genie, riesige sonstige Kreaturen, Magie, fliegende Teppiche. Das will ich sehen in einem Film mit Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Dasselbe gilt auch für Jason und die Argonauten und die anderen Filme, die ich hier schon genannt habe. Deswegen soll das hier eher ein Sammelplatz sein für die großen Vorreiter der Fantasy. Ja, machen wir uns nichts vor. Natürlich muss diese Reihe hier vorne sein. In diesem Fall ist für mich ganz klar der dritte Teil der Herr-der-Ringe-Reihe, nämlich Return of the King, das große Highlight, weil hier alles zusammenkam und die Geschichte zum großen Ende kommt. Und hier passieren die wirklich dramatischen Geschichten. Der Krieg wird ausgefochten. Es gibt auch hier Riesenspinnen. Riesenspinnen scheinen so ein Ding von Fantasy-Filmen zu sein. Aber es wird auch die Geschichte dieser Charaktere auserzählt, denen wir im Kino zumindest über 3 Jahre gefolgt sind. Das, was J.R.R. Tolkien hier gemacht hat, ist ein absoluter Meilenstein, aber noch mehr muss man sagen, es ist eigentlich kaum zu glauben, dass es mit Peter Jackson, einem Mann aus Neuseeland, der vorher nur Splatterfilme und irgendwelche Dramen gemacht hat, dass der zu einem kleinen Studio wie New Line Cinema gegangen ist, die eigentlich bekannt geworden sind durch die Freddy Krüger Filme, dass die dann gesagt haben, hier hast du $300 Millionen, mach mal krasse Filme. Und Peter Jackson hat gesagt, ich mache das Krasseste, was es in der Fantasy jemals gab. Und wie wir auch mittlerweile jetzt, muss man klar sagen, fast 20 Jahre später immer noch sehen, gefühlt kein anderer Fantasy-Film seitdem je wieder hinbekommen hat. Ein bisschen habe ich das Gefühl, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Das ist High Fantasy, wie ihr sie zuvor noch nie gesehen habt. Ein Hoch auf die Fantasy und ich kann euch nur bitten, schreibt mir gerne noch eure Sachen rein. Hier fehlen so ein paar Sachen, die ich vielleicht noch gerne genannt hatte. Ich mag Der Sternwanderer noch sehr gern. Der Tag des Falken ist so ein Film, der eigentlich hier auch noch reingehört hätte. Oder Krull, falls den noch jemand kennt. Aber so viele Plätze gibt es dann hier nun wirklich auch nicht und so viel Zeit auch nicht. Wir sehen uns in den nächsten Tagen. Und ansonsten sage ich nicht schmelzen, so geht es mir nämlich gerade, ist viel zu warm hier unter den Lichtern auch. Ich muss mich dringend abduschen. Mach's gut, tschüss.